Ich hab doch noch gar keine. Niederlage? Ich war doch gerade dabei, welche zu holen. Ausgeschlossen wurde erobert. Rona konnte die Angriffe zurückschlagen, aber die Schatzkammer und die Schätze der Diebinnen wurden geplündert. Außerdem hat Rona gleich die Verwundungen erlitten. Verdammt. Manu, ist das eine Flaute in letzter Zeit? Ich will Morden, Brandschatzen und Reichtümern helfen. Seit Wochen hat uns jemand mit einem Auftrag versehen. Wenn das weitergeht, sind wir bald keine Söldner mehr, sondern ordinäre Räuber. Keine Sorge, auch dich können wir sicherlich gebrauchen. Und das hoffe ich. Doch. Hm, vielleicht sollte ich einfach den Schatz vom Boss klauen und mich dann zurücksetzen. Das ist, glaube ich, bestimmt keine gute Idee. Wir sind Söldner, Fila ist unsere Motivation. Wenn ihr uns dient, bekommt ihr Fila. Fein, fein, so muss das sein. So ein Mist, ich hätte doch so gerne ein paar zusätzliche Fila. Momentan ist hier absolut kein Job in Sicht. Wie soll man denn nur was ordentliches zu essen kaufen können? Sei froh, dass ich nicht allein hier bin. Puh, und was dann? Dann gebe es jetzt Mittag. Du spinnst. Lass ihn, Asuka. Verdammt, tut das weh. Das nächste Mal schaue ich genau hin, mit wem ich mich anlege. Das solltest du, ja. Da unten ist noch einer. Na, soll ich euch mal erzählen, wie ich vor einigen Tagen einen riesigen Bären erlegt habe? Danke, aber dafür haben wir keine Zeit. Verdammt, nie will jemand meine Geschichte hören. Wirklich überraschend. Hey, den kann ich bestimmt erzählen, wie ich einen riesigen Bären allein besiegt habe. Okay, es war in Wirklichkeit nur ein brauner Hase. Aber das weiß ja keiner. Lol. Hm. Ist noch hier irgendwo was? Da ist noch einer. Ihr braucht doch bestimmt Hilfe. Redet doch mal mit dem Boss. Er ist ein so hilfsbereiter Mensch. Na, das werden wir ja sehen. Oh nein, warum habe ich nur beim letzten Auftrag so gepatzt? Der Boss schmeißt mich bestimmt bald raus. Aber was soll ich dann nehmen? Und wie soll ich mein Geld verdienen? Vielleicht sollte ich wieder ein wenig die Stiefel vom Boss lecken. Das wird ihn besänftigen. Könnt ihr ihn besänftigen? Mit etwas Glück. Och, was für ein langweiliger Tag. Was war denn das nur für Zeit? Söldner Karos, der hat einen Namen. Zeiten damals, als wir noch viele Aufträge hatten. Doch seit Wochen braucht uns niemand mehr. Nun, wir sind hier. Ihr habt Arbeit für uns? Was für ein toller Tag. Walner, der Retter in der Not. Ach, wie soll ich nur Urlaub mit meiner geliebten Mary machen, wenn ich doch kein Geld habe? Und wo habe ich überhaupt eine Amulette hingelegt? So, mit dem haben wir schon geredet. Dann schauen wir mal hier weiter. Das ist bestimmt der Boss. Zu dem gehen wir später. Wir schauen uns erst die restlichen Söldner noch an. Mit dem haben wir, glaube ich, auch schon geredet. Oder? Weiß ich nicht. Hey, ihr seht aus, als bräuchtet ihr mal etwas Sonne. Irgendwie kann ich diesen Spruch nicht mehr hören. Hm, was macht der Boss immer dort hinten bei dem großen Stein? Ob er da was versteckt? Gut zu wissen, danke. Manu, ist das eine Flau? Ah ja, mit dem haben wir schon geredet, ja. So, dann gehen wir mal Richtung Boss. Großer Stein. Hm. Das ist aber nichts. Was ist denn sonst ein Stein? Keine Ahnung. Macht bloß keinen Ärger, der Boss wird euch sofort kalt machen. Er hat schon hunderte von Menschen auf dem Gewissen. Erinnert mich an mich.
Das stimmt leider. Du warst schon immer ein brutaler Mörder. Danke für das Lob. Nur eine falsche Bewegung und ich werde diesem Typen eine gehörige Abheilung verpassen. Damit wird der Boss sehr dankbar sein und gibt mir beim nächsten Mal ein wenig mehr Fehler. Und irgendwann bin ich dann sein Stellvertreter. Der Boss hat doch sicher irgendwo seine Schätze. Wo also? Ich beobachte euch genau. Macht nur keine Dummheiten. Keine Sorgen. Wir wollen keinen Ärger mit euch suchen. Das ist die richtige Einstellung. Der mit uns macht, ist nicht zu spaßen. Hey, die süße Rothaarige würde ich gerne mal anknabbern. Eine falsche Bewegung und der ist tot. Lesen wir erst seine Gedanken. Was sind das denn für Typen? Na, vielleicht bringen sie viel damit. Der Bohr. Wer seid ihr denn? Ich bin Walner, das dort ist Elaine und der da ist Aska. Wir brauchen deine Hilfe. So, so. Und wer sagt euch, dass ich euch helfen werde? Unsere Fila. Ach, ihr habt Fila bei euch? Sagt es doch gleich. Wie kann ich euch helfen? Nun, wir könnten ein paar fähige Krieger gebrauchen. Was glaubst du, was wir sind? Was, Schweiber? Wir sind fähige Krieger. Das hat ja auch niemand bezweifelt. Wir bezahlen euch, wenn ihr für uns kämpft. Das ist unser Geschäft. Wir haben schon für viele Leute gekämpft. Für Geld kämpfen wir mit jedem und gegen jeden. Nun, ihr werdet sicherlich nicht nur gegen Menschen kämpfen. Wenn ich euch so vor mir stehen sehe, habe ich mir das schon fast gedacht. Auch wenn das Geld stimmt, werden wir auch gegen die größten Drachen kämpfen. Ach, ein Drache ist doch kein Problem. Schwinkerner reden. Schwinkerner Helden, wir bekommen 500 Fila im Voraus, sonst rühren wir keinen einzigen Finger. 500 Fila? Wie bitte? 500 Fila, keinen einzigen Fila weniger. Wenn ihr das nicht bezahlen könnt, dann kommt ihr besser wieder mit, wenn ihr das Geld habt. Das geht schon okay. Was verlangt ihr noch? Nun, natürlich kostet es auch etwas, wenn wir in Bereitschaft stehen sollen. Fein, aber dafür erwarten wir ungemein geschätzte Loyalität. Natürlich. Gut, dann sind wir uns ja einig. Dann hätten wir her mit dem Fila. So viel haben wir leider nicht bei uns. So was aber auch. Dann würde ich mal vorschlagen, ihr kommt wieder, wenn ihr das Geld da habt. Dann machen wir doch mal schnell Zuflucht. Ich hoffe, wir haben wieder etwas Geld daheim. Ja, schaut gut aus. Es müssen ja nur... Hier, Meister. Eure Steuereinnahmen in Höhe von 129 Fila. Hat gereicht. Gespeichert dort. Habt ihr die 500 Fila? Ja, bitte sehr. Sehr schön. Von mir könnt ihr jetzt so viele Söldner anheuern, wie ihr möchtet. Wieso kommst du nicht auf mein Schloss? Dann haben wir es einfach, deine Männer zu rekrutieren. Klingt vernünftig. Ich hoffe, es lohnt sich auch für uns. Es ist das Schloss östlich von hier, jenseits der Brücke. Gut, ich warte dort auf eure Anweisungen. Ich werde jetzt doch schnell meine Männer instruieren. Dann wieder zurück zum Schloss. Vielleicht ist es... Nee, es ist scheint noch Sonne. Zurück zum Schloss. Speichern wir, oder? Wie geht's dir denn, Ronald? Keine Ereignisse, Meister. Überraschung. Sind wir irgendwie beschädigt? Nein. Wo ist der Typ? Ach, der steht bestimmt unten. Oder im Keller. Könnte auch sein. Ein Skelett. Ah, Meister. Hier könnt ihr eure Gruppe mit Mitstreitern erfüllen. Haben wir was? Wir haben noch keine. Vampirkrieger, Vampirmagier, Vampirlord, Söldner, Werwolf, Vampirlady, Vampirmagierin, Vampirkriegerin. Ah ja.
Werwölfe auch, cool. Naja. Und wo ist der Typ jetzt? Haben wir eigentlich schon Gefangene? Glaube ich nicht. Nein. Ja, wo ist denn der Typ jetzt? Steht er da links? Nein. Ist er hier vielleicht? Nein, sehe ich ihn auch nirgends. Und hier unten? Hier! Wer redet? Wollt ihr jetzt Söldner rekrutieren? Nur 100 Fehler pro Söldner. Ja, gib mir ein paar Männer. Vier Söldner braucht ihr. Ihr könntet euch nur leisten. Okay. Also doch keine Söldner, wie ihr wollt. Das Schloss habt ihr hier. Ist ja auch meins, aber wehe, macht was kaputt. Keine Sorge, wir passen schon auf, solange ihr gut bezahlt. Typisch Söldner. So, was hat er denn jetzt für Gedanken? Ob die Typen etwas von unserem Besuch im Bordell magische Begierde wissen? Hoffentlich nicht, sonst wäre unser toller Ruf dahin. Tja, jetzt schon. Wir passen auf, dass dem Boss nichts passiert. Was soll denn hier schon passieren? Tja, keine Ahnung. Aber wenn das Schloss hier angegriffen wird, kämpfen wir drei hier nicht mit. Der Boss muss schließlich geschützt werden. Hey, ich habe ja schon hunderte Menschen und Monster getötet. Mach dir mich bloß keine Sorgen. Natürlich, Boss. Hier ist es an sich ja gemütlicher als in unserem Wald, aber die Luft ist irgendwie ziemlich stickig. Außerdem vermisse ich das rauschende Wasser unseres Flusses. Aber wenigstens ist es hier wärmer. Das hat auch schon was. So, und was hat der für Gedanken? Das Schloss hier, hier lässt es sich aushalten. Na gut. Gehen wir mal schnell runter. Runter oder rauf? Runter, glaube ich, müssen wir, oder? Und holen uns wieder ein paar Filar. Vielleicht reicht es ja, dass wir jetzt zumindest einen rekrutieren können. Und 29 Filar, das ging aber schnell. Jetzt müssen wir, glaube ich, 208. Passt, dann können wir zwei Söldner schon mal anheuern. Dann ist das Schloss wenigstens nicht mehr beschützt, aber wir müssen sie auch noch diesem Schloss hier zuteilen. So, wir wollen zwei haben. So, zwei Söldner sind auf dem Weg zum Schloss. Gehen wir wieder runter zu Ronak. Halt, Moment mal, wir müssen eigentlich zur Karte. So, Asgard Schloss. Zwei Söldner. Genau, passt. Aber mit zwei Söldner brauchen wir nicht angreifen. Nicht wirklich. Glaube ich zumindest. Wobei ich glaube, dass das Schloss für Maester ja. Oh, warte mal, ich muss ja runter. Ziemlich schwach bewacht sein wird, weil es das erste ist. So, jetzt schauen wir mal. Halt, Moment mal. Wir gehen nochmal nach oben. Und wir mit etwas Glück haben wir genügend Seelen, damit wir jetzt Fledermaus leeren können. Ach Mist, ich muss noch eins höher. Wo ist die Fledermaus? Lügen. Fallen finden. Schatzmeister, wo ist die Fledermaus? Da, Fledermaus-Symbol.
Yep, perfekt. So, was war das da? Geht leider noch nicht, zu wenig Seelen. Und wer kann jetzt Fledermaus? Wie mache ich die Fledermausverwandlung? Klappt hier nicht. Mist. Vielleicht klappt es ja nur. Ist es ja nur in einem. Ach, was mache ich denn? Ich muss hier nach oben gehen. Ich habe keine Ahnung. Wieso können wir jetzt nicht Fledermaus machen? Nehmen wir nochmal das Gold mit. Aber wir haben noch nichts. Schade. Gehen wir mal nach draußen. Ah, okay, hier. Blut vom Kampf noch. Lesen wir wieder einen Brief. Hallo erstmal. Und vielen Dank, dass du so ein fettes Spiel wie Vampire Storm gemacht hast. Ich hatte nie mehr Spaß am Computer gehabt. Thanks. Jedenfalls wollte ich wissen, ob WD2 auch wieder auf eine Screenfun-CD haust, weil ich habe das mit einem 56K-Modem. Würde das Runterladen Jahre dauern? Naja, wie auch immer. Mich würde mich echt mal interessieren, was du so machst. Ich meine, dass der Typ, der WD Vampire Storm erfunden hat, entweder ein zweiter Einstein ist oder sowas wie ein Übermensch oder sowas. Nein, ich bin schlicht und ergreifend ein mächtiger Vampirlord. Haha. Aber danke für das Lob. So, nein, kein weiterer. Wie mache ich jetzt? Wie mache ich Vampir? Fledermausverhandlung, das ist ja fies. Wieso kann ich sie nicht machen? Gegenstand, habe ich da vielleicht irgendwas? Nein. Menü. Da ist auch nichts. Finde ich blöd. Jetzt müssen wir nicht schon wieder. Eigentlich habe ich es geskillt, damit wir hier nicht mehr den ganzen Weg gehen müssen. Stattdessen müssen wir wieder hier durchlatschen. Können auch theoretisch zurück zum Wald gehen, porten, aber das will ich nicht. Muss ich ja wieder durch den ganzen Wald und hier auf dem Weg nach unten sind wenigstens keine Gegner. Tja. Will es denn jetzt gehen? Nein, noch immer nicht. Nein. Wieso nicht? Die beide. Wie kann ich der Zeit vergehen lassen? Ich glaube, es ist schon fast Nacht. Schauen wir uns mal. Das ist nicht gut. Oh, verdammt. Stärkere Gegner. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte mich nur mal ein bisschen umschauen. Hier in der großen Wüste, ob es hier vielleicht Pyramiden oder sowas gibt. Weil haben wir ja noch gar nicht gemacht. Was haben wir da? Zwei Greifvögel? Oder Rattenvögel schaut es fast so aus. Jetzt hätten die drei Augen, einen Schnabel und einen Rattenschwanz. So, Blutsaugen. Halt. Falsche Taste. Blutsaugen. Und Aske greift an. Greifen die anderen jetzt auch noch an. Hier ist das Viech tot.
zweites Viech auch gleich tot. Einen Angriff sage ich noch. Ja. 23 Erfahrung und 2 Seelenwahlen. Hat Level 6. Elaine hat auch Level 6 erreicht. Heilen wir doch gleich mal. So, und jetzt ist sie komplett leer. Sie braucht wieder Blutfiole. So. Schon nicht wirklich aus, als gäbe es hier wirklich viel. In der Wüste. Eigentlich sogar gar nichts, bis auf den einen versteckten Ort. Wahrscheinlich gibt es hier mehrere versteckte Orte. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Schleimmonster mit 4 Augen und einem Mund. Ich glaube, hier greife ich lieber ernsthaft an. Oder? Ach komm, greif ihn nochmal an. Was macht der Schleim? Nichts. Oder was? War auch nicht wirklich schwer. 170 Erfahrung hat aber und eine Seele. Askel Level 7 erreicht. So, gehen wir Elaine noch eine Blutfiole.